Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Fußballmanager 13. Ja, Heimspiel gegen Frankfurt. Freda, was meinst du? Die hauen wir weg. Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Der Tabellenzweite gegen den Tabellenzwölften. Stärkenmäßig sind wir vorne, saisonmäßig bisher auch noch. Ich sag mal Gras fressen. Und ja, wir haben ein bisschen durchrotiert. Werdet ihr gleich bei der Aufstellung sehen. Oder seht Ja. ihr schon? Keine Ahnung. Wir spielen gegen Wabi Kasri. Ja, das erste Wiedersehen, seitdem wir ihn verkauft haben. Ha, Aufstellung sehe ich auch noch keine. Lädt noch. Ja, Kasri. Gucken wir mal, was der drauf hat. Es wäre so klassisch, dass er gegen uns dann wieder alles zeigt, was er ja teilweise bei uns auch schon gezeigt hat. Also so schlecht war er ja nicht. Aber halt auch nur teilweise. Ja, und halt eben auch, ich sage jetzt mal, charakterlich auffällig. Aber naja, bin gespannt. Kassel und Tante Maritz am Sturm. Die Ex-Stuttgarter. Wir haben wieder mal Miller um. Wir Genau. lassen wieder mal Traoré spielen. Schnelligkeit über links erhoffen wir uns da so ein bisschen. Dabei kriegt auch wieder eine Chance defensiv, vielleicht einmal seine Fitness doch ein bisschen ein paar Werte raufzuschrauben. Ich glaube, der wird sicher eine Abwertung kriegen zur Auf- und Abwertungsrunde dabei, Ich weil die fürchte Fitness auch. einfach so mies ist. Ja, sie ist jetzt irgendwie bei knapp 70 gewesen jetzt, aber ja, immer noch gelb. So wie ich es auch befürchte bei Isco oder bei Mali, weil die halt so lange verletzt sind. Verletzungspech. Obwohl die echt gut gespielt haben. Mal gucken. Butland darf auch spielen. Mal wieder. Der Check. Von dem sind wir nach wie vor überzeugt. Ja. Na, Herrera. Und er braucht einfach seine Spiele. Gut. Traoré. Klärt. Schön. Auch das sehe ich gern von Miller ihm. setzt dich durch und dann verliert dann doch irgendwie. Ah, setzt dich wieder durch. Der verarscht dich so ein bisschen. Guck, nimm den Ball, nimm den Ball. Oh. Hast du nicht bekommen, ne? Nein. Ja, Frankfurt, jetzt wo ich die Trikots wieder sehe, ja, mit denen habe ich Fußball FIFA Online gespielt. Sehr viel. Erfolgreich oder? Ja, doch. Nö, das fällt mir gerade wieder ein. Sind aber nicht mehr viele dabei, die damals gespielt haben. Die haben ziemlich viel geändert an der Ja, also, Aufstellung. sie waren zwischendurch. Wann hast du es gespielt? Das war jetzt auch schon wieder ein paar. 2010. Ja, die waren zwischendurch halt auch zweitklassig, was ja den Kader generell schon wieder verändert. Ja. Miller? Er hat sein das Vertrauen, das wir in ihn setzen, durchaus gerechtfertigt. Schön. Ja, perfekt. Kuschel noch ein bisschen mit Sakai. Schön, schön. Ja, Miller, endlich Wahnsinn. mal wieder positiver Start in das Spiel. Ja, wir Hat sollten man jetzt öfter auch mal die schon. zweite Liga spielen lassen, die zweite Mannschaft. Hat man jetzt auch schon länger nicht mehr so einen richtig guten Start, oder? Also, wo es wirklich. Ja. Wo wir mal führen. Ich glaube, Und wo wir auch mal spielen, also wo wir mal so richtig am Ball sind. ja, vor allem, wo du auch das Gefühl hast, hey, da könnte noch mehr drin sein, ja. Weil sie schön nach vorne spielen und so. Ja. Kasri ging teilbei. Kann er die Möglichkeit nutzen? Berardi, schön. Auch die Einwechslung hat sich mit der Aktion auch schon bezahlt gemacht. Traoré. Zu lang der Pass. Mal konsequenter wie jeder Innenverteidiger in den Spielen davor. Stimmt. Kasri. Tante Maritza. Also, Berardi ist da. Kasri ist viel am Ball. Ja. Miller wieder schön.
Ja, also gefällt mir schon deutlich besser. Der braucht keine Einweg, also keine Aufladezeit. Der ist von Beginn an top. Es ist die Frage, ob er das zweite Spiel auch noch so durchhält. Oder ob er einfach nur dann kommt er eh wieder runter. Und gegen Barcelona ist dann nochmal was anderes. Obwohl, ja, hat uns gegen ManU, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Wer war das gerade? Kassri? Kassri, ja. Grätscht mal eben Herrera mit, der jetzt seine neue Position inne hat. Ja, den ehemaligen Kollegen. Rachefaul. Konkurrenten. Den ehemaligen Konkurrenten umgefault. So geht's nicht. Und so soll das aussehen. Traoré. Jetzt jedes Mal, wenn ich den Namen Traoré lese, denke ich an wen anderen. Dagome, sei Dank. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Denn wir überlegen uns wieder, jemanden zu verpflichten. Ihr kennt das ja. Und der Vorschlag kam sogar von Dagomi, also so sich stürmertechnisch dann nochmal vielleicht zu verbessern. Ja, unter anderem auch so ein bisschen in Richtung der letzten Spiele, muss ich ehrlich sagen. Weil da ja, ich meine, außer Morata, ja, war es teilweise halt wirklich enttäuschend. Mal mit Ausnahme vielleicht von Modest, der zumindest als Vorbereiter geglänzt hat. Ja, Morata, Ulle, Modest. Ja, aber ja, einfach mal mal rumgeschaut. Michibachi! Ja, Nachschuss! Und da ist uns halt, oder mir in dem Fall eben Traoré aufgefallen. Den zeigen wir euch aber bei Gelegenheit auch noch genauer. Nee, dir ist ein anderer aufgefallen. Mir ist Traoré aufgefallen. Ach. Auf einmal. Von dir kam quasi das ja, Stürmer. Also wir erholen uns zwar schon 4 zu Saisonende, aber so bei der guten Dinge sind 5 für uns. Außerdem war das Argument, das schlussendlich dafür gesprochen hat, naja, es geht ja auch einer. Ja. Klassisch. Ja. Oh, Miller. Na, schade. Verpasst. Aber ist noch heiß? Nee. War auch gar keine so schlechte Idee von Miller. Stand, glaube ich, nicht so gut zum Tor und hat sich mal gedacht, er rettet ihn trotzdem und schießt in Richtung frei. Vielleicht macht er noch was draus. Rückblickend bewirkt, hätte er natürlich selber es probieren sollen. Protoko, frei. Ah, was ist denn los? Wieso geht da keiner hin? Traoré, Michibachi. Nö, der wird schon irgendwie reingehen. Von selber. Tja, vom Geist der Hand. Oder mit der Hand Gottes, um Maradona nochmal kurz ins Spiel zu bringen. Traoré ist bester Mann. Okay. Ich hab schon wieder so ein Traoré-Flash. Ja, der neue heißt Traoré, den wir uns überlegen zu holen. Tja. Das ist die Katze aus dem Sack. Aber ihr wisst noch nicht, welche von den vielen, die im Spiel sind. Traoré gibt es zum Glück auch kaum. Ja. Seltener Name. Gebt mal Traoré ein, einfach als Such. Da kommen schon ein paar. Mal so spielen lassen. Würde ich auch sagen, oder? Die haben bisher eigentlich überzeugt. Mhm. Wir haben Morata heute mal nicht drinnen, auch nicht auf der Bank, weil der ein bisschen platter schon ist. Trainingslager sei Dank. Und ja, außerdem, er hat schon so viel gespielt und er braucht auch erstmal ein bisschen Pause, glaube ich. Ja, ein bisschen ist gut, weil in 3 Tagen oder so geht es gegen Barcelona. Ja, also. Genau. Hat nicht wirklich viel Pause in dem Sinn, aber zumindest mal eine Auszeit wenigstens. Ich glaube, das reicht ihm. Ich hoffe es sehr. Wir brauchen ihn gegen Barcelona auf jeden Fall. Gegen seinen Ex-Gegner, Ex-Konkurrenzverein, oder wie man das sagt. Erzrivalen. Traoré? Genau, das Wort habe ich gesucht. Danke. Gerne. Dafür bin ich ja da. Dafür bin ich nur dafür. Ach so, deshalb bist du da. Ich habe mich schon gefragt. Ja. Habe ich sonst eine Aufgabe? Nö.
Ja, Kaderanalyse, wenn wir wieder wild eingekauft haben. Ne? 120. Folge und der ist immer noch dabei. Was macht er eigentlich dann? Oh. Mann. Geht das nicht irgendwie? Kann man den nicht weg? Also, nee. Ist aber natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgs. Ja. Komm, jetzt, wenn du meinst, dann nehme ich das gerne an. Abseits wieder. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht. Köln gegen FC Bayern 1-1. Xavi Martinez. Das klingt auch nicht so, als wäre es einer, der bei Köln spielt, sondern eher ein Eigentor. Mhm. Aber gut. Köln wird es egal sein, uns auch, weil unentschieden würde uns sehr weiterbringen, wenn Bayern unentschieden spielt. Mhm. Aber es ist noch relativ. Magst du gleich direkt schießen? Der Torwart ist draußen. Hätte er vielleicht wirklich gleich schießen sollen. Ah, Herrera wollte die Kamera abschießen. Mhm. Ging knapp drüber. Alternativ hätten wir natürlich auch reinrufen können mit der Taste S. Dann hätte er, glaube ich, Schuss gleich als Ding genommen, aber. Ah. Und den hat er erstmal. Wollt's nochmal austesten. Funktioniert. Mach mal einen Haken dran. Echt? Das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Du kannst auch, wenn du über diese Schaltfläche da links. Ja, 120. Folge und ich lerne was zum Spiel. Die Schaltfläche. Hätte ich dir ja vielleicht auch schon früher sagen können. Nee, nicht ja, die. Da links gibt es doch dieses Spielfeld. Ach so. Links unten. Wenn du da drüber gehst, dann öffnet sich so ein Menü und da siehst du, irgendwo müsste auch Manager-Zwischenrufe, genau. Ja. Da siehst du dann die unten die Tastaturbelegung dafür. Ja. Dribbling ist H, das ist logisch. Ja, das klar. D ist ja, kannst ja für alles andere verwenden. Aha, das könnte ich aber wirklich dann öfter mal verwenden. Gerade Schuss oder sowas. Wenn er sich mal zu lang Zeit lässt, Morata oder so. Oder am Strafraum entlangläuft und noch nicht weiß, ob er schießen soll. Ja, so wie, wo bist du den Arm hin, links, rechts? Genau, oder von der Seite läuft. Ja. Dann könnte man auch mal sagen, statt Pass, Schuss. Mhm. Ja, stimmt. Der Dagomi, ja, deshalb ist er da. Ja, wie gesagt, 120. Folge hätte mir theoretisch früher einfallen können. man muss aber auch dazu bedenken, um welche Uhrzeit wir meistens aufnehmen. Da ist es schon relativ spät und wenn dann noch ein Arbeitstag davor war, ja, ist der Kopf nicht mehr ganz so frisch. Aber egal. Als ob das heute anders wäre, weißt du? Bringen wir mal Babel. Babel. Und die Frage ist, Type by austauschen? Ja, wird halt wahrscheinlich nicht besser jetzt mit der Zeit. Das ist die Frage, wer kommt? In wieder rein oder Clark? Clark kann auch defensiv eigentlich. Mhm. Ziemlich gut. Besser. Ja. Ja, Indy hat schon länger nicht mehr gespielt, glaube ich, oder? Besser ist dabei. Na, Indy darf ja gerade spielen. Nee, ich meine im Defensiven, weil Indy war da ja mal auch nicht so schlecht. Ja, 69. Ja, aber da war er auch schon über 70. Wenn ja, hat sich auch nicht unbedingt positiv entwickelt, Indy. Nein. Nur gut. Sei es drum. Es kommt der Edefri. Und den anderen überlegen wir auch, einen anderen Innenverteidiger zu holen. Auch ein Traoré? Nein, Quatsch. Spaß. Gibt's aber bestimmt auch einen, der Traoré heißt. Ja, kann gut sein. Weil der gefällt uns von den Werten ja auch echt gut. Der Innenverteidiger. Mhm. Hat zwar erst kürzlich verlängert, aber ja. Ist trotzdem gar nicht so teuer. Köln führt gegen Bayern. Köln-Ala. Köln-Ala. Das hören wir natürlich Köln-Ala. Sehr gerne. Köln-Schlaff. Köln-Ala. Wer hätte gedacht, dass Köln uns mal noch ein bisschen helfen kann? Weil wir vorher, wo wir denn die ganzen das Restprogramm angeschaut haben in der letzten Folge, haben wir schon gedacht, oh, Köln und Ding, die haben ja voll das einfache Restprogramm. Aber sie scheinen sich zumindest etwas schwer zu tun. Stimmt. Mit den kleineren, das kennen wir ja aus eigener Erfahrung. Aber wie viel jetzt? 2-1? 2-1, ja. Es ist noch nichts entschieden, dass sie. Entschieden. Aber ja, selbst wenn sie nur unentschieden spielen sollten, ist das schon mal eher eine Niederlage für die Bayern. Wobei die sofort, also die Berechnungen dann oft so
unlogisch sind, dass man innerhalb von einer Minute zwei Tore fallen. Ja, ich sage ja, es ist noch nichts entschieden und gerade die Bayern sind immer für ein Tor gut, leider. Sowas sollte man eigentlich auch mal im 3D-Spiel zeigen, weil dann ist das vielleicht realistischer. Miller! Volley-Schuss und Tor. Der Hammer. Ja, gleich zwei im ersten. Nach längerer Zeit jetzt wieder. Ja. Krass. Ja, wie gesagt, er hat uns Tor eigentlich noch nie enttäuscht, wenn er oben war. Nee. Tante Maritza wieder ausgewechselt. Tja, von der kam gar nichts. Wir hatten gerade die Vorlage geschossen. War das Modest? Ist Modest eigentlich dabei? Nee. Nee, Modest ist noch draußen. Ja, ist die Frage, wollen wir noch irgendwen bringen? Wir können noch einmal, oder? Ja. Modest, oder wollen wir eher defensiv voll absichern jetzt, oder? Oder Ronaldinho? Ja, können wir auch machen. Beaver, ist das so die Absicherung? Ja, aber der ist eh nicht wirklich frisch, von dem her. Ja. Wir können ja noch Ronaldinho bringen. Ja, dass der noch ein paar Minuten kriegt. Mhm. Dann kann er sich nicht beschweren, er hätte nicht gespielt. Genau. So lang. Frei. Ich denk, Miller. Na, leider. Zu weit vorgelegt. Ja, für einen Hattrick. Ja. Will nicht sagen, wäre es noch zu früh. Er wollte Ronaldinho ein paar Spielminuten geben. Genau. Nein, den spiele ich voll raus. Ja. Dann kann sein langjähriger Freund Ronaldinho in die Partie kommen. Kittel, den holen wir uns ja nächstes Jahr. Unter anderem. Sonny. Den Sonny Boy. Sonny Boy. Ja, allerdings, ja, eher auch erstmal für die zweite gehabt, aber ja, wenn der noch ein paar Bundesliga-Erfahrungspunkte mitnimmt. Gerade so offensiv haben wir eigentlich gar nicht mehr so viele, nicht mehr so viele Leute. Da haben wir Mali und ja. Mali war ja früher oder später eh für die erste Mannschaft vorgesehen. Mhm. Zumindest in unserer Planung. So in unserer ersten Planung, ich meine, das ist kann sich auch schnell wieder ändern, aber Dortmund. Jetzt habe ich oben den Ticker gar nicht beobachtet, ob Köln. Das 2:0. Mhm. Der Castellanos hat wieder ein Tor geschossen für Bremen. Mhm. Aber solange Köln gegen München da oben nicht eingeblendet wird. Holt uns der noch die Dings weg, die Torschützenkrone der Castellanos? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal nicht. Wobei Morata einzuholen wird schwer, glaube ich. Gut, dass Castellanos nicht von Anfang an in der Liga war, sonst wäre der locker weiter vorne. 90. Minute. 3-0. Sicher. Schön. VfB gegen Freiburg. Frankfurt. Ja, aber das haben wir uns auch fast anders vorgestellt. Ja, aber umso schöner, dass es auch funktioniert. Ja. Und dass sie jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein getankt haben fürs nächste Spiel gegen Barcelona. Kann man nur hoffen, sie machen wieder Mannschaftsfotos. Mhm. Miller mit dabei, genau in der Mitte. Ronaldinho noch kurz mal mit drauf in den letzten 10 Minuten, aber mit dem Mannschaftsfoto. Ey! Da sind wir dabei. Ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, da wäre das Ergebnis gerade nochmal gestanden. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Wie Köln kurz auf Pause drücken. Wie Köln gegen München gespielt hat. Ich hoffe, es ist dabei geblieben. Wer ist der beste Spieler? Den kenne ich nicht. Stefano Gelozzi? Mhm. Ich sag jetzt nicht, wo er auch schon mal war. Oh. Das gibt's ja nicht, oder? Ich werde verfolgt. Ich sollte mir das doch nochmal überlegen mit diesem Let's Play, aber gut. Andere die Geschichte. Das wird langsam eine schwierige Liste. 11. des Tages für Miller. Ja, wundert mich nicht. Ja. Babel ist auch mit drin. Mhm. Tabelle. Yay! Wir sind wieder Erster. Ja, Köln hat gewonnen gegen München tatsächlich. Krass. Ich sehe natürlich sehr gerne. Bayern 04 bleibt nach wie vor einen Punkt hinter uns. Die haben machen immer dasselbe, was wir machen, quasi. Die haben, ja gut, solange es dabei bleibt, ist alles gut. Ja, schon. Ja. Sage ich nicht nein.
Aber Köln gegen Bayern gewonnen, das ist schön. Ja, im Abstiegskampf. Das nächste Spiel, die gegen Fürth oder so, da kann es auch gerne nochmal genauso weitergehen. Ja, habe ich nichts dagegen. Dann steigt Düsseldorf noch ab. Naja. Wer weiß, es würde den Kölnern sicher auch gefallen. So, ja, schön. Ansonsten Hannover 96 knapp gegen Mainz gewonnen. Sind Hamburg ja auch verliert noch zu ha dran. Naja, okay, das wird knapp. ja, Hamburg Das verliert wird. zu Hause gegen Greuther Fürth. Auch im Abstiegskampf. Ja. Also ist Greuther Fürth Ja, Greuther Fürth gibt Gas. Zwei Siege kämpft in den dran. letzten beiden Spielen. Drei sogar. Drei, ja. War nicht eh Nicht einer schlecht. gegen uns? Nee, oder? Nee. Meinst du? Schon wieder vergessen. Wir spielen so selten. Ja, vor allem, sie haben insgesamt erst 5 Siege, das heißt, sie haben Ja, die haben richtig gut aufgeholt, die letzten Spiele. ihre Siegesanzahl kurz mal verdoppelt, die sie Ja. insgesamt hatten in der Saison. Okay, Morata 36 Tore. Ich wollte gerade sagen, das wird schwierig aufzuholen sein. Zweiter ist der Gomez. Miller wieder zurück, nachdem er Mannschaft der Woche gebildet hat. Ich speichere mal ganz kurz. Einfach weil es geht oder gehen sollte. Ja, ich meine, Miller macht es uns nicht leichter, die Stürmerdiskussion. Irgendwie. Riskante Ansprache erfolgreich. Bolton Wanderers interessiert. Okay, an Jan Sommer. An einem schweizerischen Torwart, an dem wir mal kurz dran waren. Aber wir haben Butland. Sagen, wir haben genug Gute eigentlich. Ja, können wir den eigentlich wieder runterpacken? Der Schweizer wird wieder runtergepackelt. Keine Chance, Illy. Du kommst da nicht rein, Illy. Okay. Gut. Mit diesem, ja, wie nenne ich es, Kauderwelsch? Würde ich sagen, können wir den Aufblick auf Barcelona starten? Oh ja. Ja, erstmal auswärts, das heißt, wir wissen gleich, wo wir sind, vermutlich. So, wo wir stehen. Flachmoos. Norwich City möchte den haben. Das wäre ja fast zu überlegen. Ich meine, es ist natürlich kein schlechter, aber ja, er liegt auf jeden Fall noch hinter Horn. Ja. Auf Platz 4 unserer Torhüter, wenn man so will. Ja, da ist Horn schon besser als Flachimos. Ja, und halt auch gleich alt. Also, ja, gut, die Frage ist, was nachkommt, torwartmäßig. Aber da finden wir bestimmt auch noch was. Der Wenn eine was. Torwart gefällt mir ganz gut von unserer Jugend, Dieser den das Spiel griechische. immer wieder runternimmt. Gojkovic. Ah, okay. Ja. Mit 4 Talentsternen, der kann sich in der Jugend doch sicher noch ein bisschen verbessern. Naja, gerade Bei in der der Saison noch nicht so verbessert, witzigerweise. ist ja auch erst noch in der B-Jugend, das heißt, der hat ja theoretisch noch die A vor sich oder wir holen ihn gleich hoch. Alternativ, aber eigentlich würde ich ihn erstmal noch in der Jugend lassen. Glaube ich. In der A-Jugend haben wir, genau, den Griechen, Ketesis, dem haben wir eh einen Vertrag gegeben. Ja, dann wird sich's ja quasi fast anbieten. Grieche ersetzt Griechen. Der ist zwar jetzt nicht so der Hammer, aber gut, der wird halt auch nur eher als Ersatz spielen. Als zweiter Torwart. Und er ist halt trotzdem irgendwie von den Grundwerten, glaube ich, schon an Vlachimos dran, oder? Kann ich jetzt Gar nicht nicht mehr. vergleichen, aber Gar nicht mehr 73, so. 71, 69, 68. Gar, zumindest nicht mehr so weit weg, meine ich. Meine, er ist halt Klappe. Talent. 70, 79, 71. Ja, circa gleich. Verwirrt mich da. Was ich dir auch noch sagen wollte, so nebenbei. Ja, doch, wäre zu überlegen. Wäre ich gar nicht so Talentmäßig ist abgeneigt. Vlachimos halt noch besser, aber Ja. ja, als zweiten Torwart in der zweiten Mannschaft wird sich auch nicht weiterentwickeln, Vlachimos.
nicht so, wie wir es uns hoffen, wenn er Ja, nicht weil wir eh Horn spielen lassen eigentlich. spielt. Megidchen hat es geschafft. Am schwachen Fuß nochmal verbessert. Jetzt ist er auf 5 und 4. Isco ist leider immer noch angeschlagen. Ja. Das ist schlecht fürs Barcelona-Spiel. Ist die Frage, den könnte man aber auch bringen. Mein Risiko ist es zwar, aber ja, wir müssen das Risiko fast eingehen, glaube ich. Oder zumindest auf die Bank. Lass mal einen Assistenten drüber laufen. Morata wieder ein bisschen fitter. Ein Biber platt. Ja, sind da alle relativ platt. Das Trainingslager denen nicht so gefallen. Wobei Biber auch schon wieder aufgeholt hat ein bisschen. Im Nicht mehr Vergleich zum gelb. letzten Mal. Ja. Naja. Gut, aber da ist jetzt zum Beispiel Ding auch nicht drin, Isco. Ja, weil der noch geschont wird, schätze ich. Ich meine, wir können ihn zumindest mal auf die Bank setzen. Ich glaube, von Beginn an wäre er echt zu hart. Also gerade gegen Barcelona, da kriegt er einmal einen Schlag blöd drauf, dann fällt er für 10 Wochen aus. Das ist dann auch nicht das, was wir uns erhoffen. Ronaldinho war nicht so der Hammer, oder? Gegen Barcelona, gegen seinen Ex-Verein. Nee, da würde ich eher auf Magitren und Herrera setzen als Offensive. Ja, zuerst Herrera vielleicht und Magitren, wenn wir noch ein bisschen Push brauchen. Ja. Daher die Frage. Aber gut, da wird dann eh eventuell Isco reinkommen. Ja, also wie gesagt, Hennig würde ich glaube gegen Barcelona, Na, nee. ja, es Nee. Wir haben ist was Rechtes, riskant. Handy. Ja, vor allem der ist gerade auch moralmäßig jetzt nicht auf der Höhe. Ja, der kommt auch zu spät zum Training. Da klappt gerade wieder vieles nicht mit Hennig. Ja. Warum auch immer, weil so selten darf er nicht spielen. Für sein Alter vor allem. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird unsere Elf gegen Barcelona. Ja. Zumindest die beginnen Berardi wird. statt ein Biwa. Berardi war jetzt auch wieder nicht schlecht. Ja, wie gesagt, notfalls haben wir ja Biber auch noch draußen. Sollte da irgendwie einer völlig aus der Reihe tanzen. Ja, wir haben Butler nochmal draußen. Für einen Moment, Für ja. Ulreich. Ja. Gut, ja, mit diesem Der Hammer. Ja. Ausblick würde ich sagen, können wir doch eigentlich auch schon den Part beenden und gleich ins Barcelona-Spiel dann reingehen. Ah, das wird spannend. Definitiv. Das hoffe ich zumindest, dass es spannend bleibt. Also ich hoffe, dass wir eine gute Revanche haben Ja. zu der Vorführung von letztens. Ja, Auswärts. im Nou Camp haben wir bisher uns noch nicht so mit Ruhm bekleckert, aber das Nee. kann ja nur werden. Aber gut, die weltbeste Mannschaft, okay, das sage ich jetzt schon zum dritten Mal. Aber Ist doch völlig normal vor, also vor einem vor so einem Spiel, starken Spiel. Pressekonferenz. Ja. Dass man den Gegner erstmal stark redet. Völlig normal. Völlig normal. Na, passt. Das sehe ich auch so. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.